bist du denn schon? Aha, du spielst und du stimmst dazu, während ich die Sache erzähle. Das Lied heißt Pebbles. Eigentlich wusste ich nicht, wie sehr oft, wenn man ein Lied schreibt, weiß man nicht eigentlich, was es bedeutet und für wen und wofür es geschrieben wurde. Sehr viel später merkte ich, dass ich es geschrieben habe für einen ehemaligen Freund von mir, Jörg Sko, den ich verlor durch eigene Dummheit. Das ist mittlerweile Jörgs Song geworden. Das ist die wahre Währung des Lebens, sind Freunde. Good time.